Hallo und herzlich willkommen, liebe Gamer draußen. Ich bin es wieder, euer Generation Gamer G6. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes für euch. Denn heute haben wir ein kleines Vergleichsvideo. Ich schaue mir für euch Wii Sports Club an, im direkten Vergleich zum Original Wii Sports, welches im Jahr 2006 zum Release mit der Wii damals im Handel erhältlich war. Und ja, Leute, am 7. November war es soweit. Wii Sports Club, der bereits dritte Teil dieser, ja mittlerweile kann man schon sagen, Serie, feierte sein Release als Download-Titel im Nintendo eShop. Ob es auch eine Retail-Fassung, also auf Disc, in Zukunft geben wird, ja, könnte man zumindest realistisch drauf hoffen. Sicher ist es nicht, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. So, ja, viele haben, oder einige haben es zumindest kostenlos schon mal ausprobiert. Ich war so verrückt, ich habe mir sowohl Bowling als auch Tennis gekauft, für jeweils 10 Euro. Und ja, jetzt lasse ich einfach mal beide Versionen direkt nebeneinander laufen. Ich spiele hier quasi mit BrainZLP. Er nutzt das Profil meiner Freundin auf der Wii U. Und ja, bei Wii Sports auf der Wii, da haben wir quasi ein Gastprofil. Da habe ich im Prinzip nur mein eigenes Profil erstellt. Und ja, was am allerersten gleich mal zu Beginn hier auffällt, ich versuche dieselbe Wurftechnik. Also ich habe mir über die Jahre quasi in Wii Sports im Bowling so eine Wurftechnik angeeignet, die sich unterschiedlich spielt. Schuld ist natürlich Wii Motion Plus. Während das Original 2006 mit einer völlig, ja, im Nachhinein kann man sagen, normalen, unspektakulären Sensorsteuerung auskam, ist Wii Motion Plus schon etwas anspruchsvoller und natürlich auch viel direkter. Man merkt es ganz einfach, da auch die Position, wie gesagt, die Handposition, wie man das Gelenk jetzt zum Beispiel dreht, ob man nach links oder rechts dreht, damit hat man auch einen ganz anderen Drall. Die Steuerung ist viel direkter. Und ich habe als erstes Wii Sports Club gespielt und gleich im Anschluss mit BrainZLP das Wii Sports. Und das hat sich vom Gameplay her ganz anders gespielt. Und früher war es natürlich selbstverständlich, man kannte es nicht besser, aber jetzt im Nachhinein, mit Wii Motion Plus spielt es sich einfach viel besser. Gab es ja auch schon in Wii Sports Resort. Und da war es dann anfangs etwas ungewohnt. Mittlerweile finde ich aber die Steuerung mit Wii Motion Plus deutlich besser. Ja, wer wie gesagt kein Wii Sports Resort sich damals gekauft hat, der sollte überlegen, eventuell doch, und wenn es nur diese 10 Euro sind, nochmal in Bowling zu stecken. Denn es spielt sich wirklich ganz anders. Wenn man, wie gesagt, damals die, ich glaube, 40 oder nee, 50 Euro hat es, glaube ich, gekostet. Da gab es noch diese Wiimote, diese Fernbedienung mit dabei in diesem Wii Sports Pack, Wii Sports Resort Pack. Und ja, wenn man sich das nicht gekauft hat und wenn man nur Besitzer der ersten Version Wii Sports ist, wie gesagt, da sollte man sich vielleicht überlegen, ob man dann nicht nochmal diese 10 Euro investiert. Grafisch, in diesem kleinen Bild, weiß ich nicht, ob das jetzt so gut rüberkommt. Am TV, wenn man es, ich habe einen 32 Zoll LCD, auf dem ich das jetzt gespielt habe. Wenn man das wirklich im Vollbild sieht, dann merkt man richtig, dass im alten Wii Sports Ableger von 2006, dass die Ränder wirklich pixelig, also solche Treppeneffekte. Ich habe damals mal gesagt, oh, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Und ich habe auch gedacht, kurz bevor ich dieses Comparison-Video gemacht habe, dachte ich mir, ach ja, sieht ja eigentlich noch ganz gut aus, aber wenn dann die Kamera so ein bisschen ranzoomt, dann sieht man diesen Unterschied, das ist wirklich wie Tag und Nacht. Und da hatte ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen erschrocken, weil ich hatte es halt noch so ein bisschen anders in Erinnerung. Und deswegen, wenn man die Spiele jetzt direkt nebeneinander laufen hat, beziehungsweise wenn man es auch direkt hintereinander spielt, dann merkt man diesen Unterschied. Wenn man vielleicht schon seit 2 oder 3 Jahren, vielleicht schon oder vielleicht sogar noch länger, kein Wii Sports mehr angerührt hat, dann hat man es vielleicht anders in Erinnerung, als es dann aber eigentlich ist. Und das war so ein Moment, da habe ich mich so ein kleines bisschen halt erschrocken. Und vom Grafikstil her hat sich da jetzt nicht viel getan, also es ist jetzt nicht um Welten besser, aber halt diese Kanten, diese Pixeleffekte, ja, das ist mir halt dann doch extrem aufgefallen.
Das sieht man ja auch ganz gut, wenn man die Mii-Charaktere mal nebeneinander sieht. Von der Wii U im Vergleich zur Wii, dann sieht man doch schon diesen, dann doch, grafischen Unterschied. Mittlerweile habe ich mich hier rechts in der Wii-Version auch an die Steuerung so ein bisschen gewöhnt. So die ersten zwei, drei Würfe waren wieder komplett neu für mich. Das letzte Mal, als ich davor Wii Sports gezockt habe, das war, ich glaube, Ende 2011, Anfang 2012. Und ja, das muss Silvester 2011, glaube ich, gewesen sein. Da haben wir das sogar in der Runde mit den Cousinen meiner Freundin gezockt. Da hatten wir einen recht lustigen Abend gehabt. Mit vier Mann haben wir es dann quasi gespielt. Und das ist halt jetzt schon ein bisschen länger her. Umso größer war natürlich die Freude, als die Ankündigung von Wii Sports Club war. Denn für mich stand von dem Moment an schon fest, das musst du einfach haben. So. Auch ein nettes Gimmick, worauf ich im Nachhinein erst geachtet habe, dass über der Bowlingbahn oben so ein Screen, so eine Leinwand ist, so mehrere Screens, wo man dann auch den eigenen Mii-Charakter drauf sieht. Und wenn man dann mit der Wiimote ein bisschen rumzappelt, dann freut sich der Mii-Charakter damit und fängt dann an rumzuhüpfen. Auch ein nettes Gimmick. Und ja, wie gesagt, ich habe immer so diese ein oder andere Variante, wie ich die Bowlingkugel werfe. Im Prinzip hat sich da über die Jahre aber so eine Technik herauskristallisiert, dass ich meistens immer mit so einem leichten Drall, mit so einem leichten Schwung aus dem Handgelenk quasi zock, in der ich versuche, die Bowlingkugel in einer Art krummen Laufbahn, so bananenförmig quasi zu werfen, dass die Kugel sich quasi einmal entweder für links oder für rechts entscheidet, um dann mittig zu den Pins sich hindreht. Ist nicht immer ganz einfach, funktioniert, wie ich finde, wenn man es jetzt intensiver auf der Wii U mit Wii Motion Plus zockt, funktioniert es besser. Ich habe da, wie gesagt, in der alten Steuerung wieder etwas mehr Probleme gehabt. Haha, und da ist auch dann der Strike in der Wii-Version. Aber eins möchte ich natürlich jetzt auch mal sagen, also egal ob es jetzt Wii Sports Club, Wii Sports Resort, das Original, das hat immer noch so diesen Charme von früher und ich zock's trotzdem immer noch gerne. Man mag mich dafür vielleicht für verrückt erklären, aber ich finde das immer noch nice. Ich finde es immer noch toll, auch wenn man natürlich jetzt im Nachhinein merkt, dass diese Sensorsteuerung, das war alles in den Kinderschuhen damals. Ja? Und wenn ich von damals rede, dann von vor 7 Jahren, also das war jetzt, wenn man zurückblickend betrachtet, einfach noch nicht so wirklich ausgereift. Es hat schon gut funktioniert, aber wie viel besser es eigentlich doch geht, das weiß man immer erst im Nachhinein. Von daher erschreckt man sich vielleicht mal ganz gerne, wenn man es jetzt schon einige Zeit nicht mehr gezockt hat. Was man auch schön sieht, ich stelle mich auch auf der Wii U-Version deutlich besser an, auch wenn mein Score da nicht wirklich überragend ist. Trotzdem stelle ich mich da deutlich besser an. Man sieht es, das fällt mir in der Wii-Version deutlich schwerer. So, das war natürlich auch mal so ein nettes Gimmick. Die Bowlingkugel einmal nach hinten schmeißen und dann haben sich auch alle gefreut. CLP mit einem netten Spare. So, da ist dieser Strike. Einmal hat man es gesehen. So, die Bowlingkugel nimmt einmal kurz Maß und wenn es klappt, dann klappt es auch. Das ist halt manchmal immer so ein bisschen Glückssache. Ich drehe dann meistens die Kugel von rechts außen hinein und da muss der Winkel da wirklich passen. Das klappt leider nicht immer. Und natürlich ist auch eine nette Funktion, ein nettes Feature der Wii U-Version von Wii Sports Club, der Online-Modus, der bei mir leider nicht so wirklich zuverlässig funktioniert, das hat aber eher mit meinem Internet zu tun, da ich für diese Player vs. Player diese Proxy-Server nicht einfach freigeben kann, da ich nur über einen Hotspot und nicht über einen Router online gehe. Das ist bei mir immer so eine Zufallsgeschichte, ob der Online-Modus funktioniert oder nicht, aber wenn er funktioniert, dann ist das echt toll. Also
es macht wirklich viel Spaß, gegen menschliche Gegner zu spielen. Damals wurde es dann halt auch so ein bisschen langweilig gegen den CPU. Das fällt natürlich mit dem Online-Modus definitiv weg. Und also für mich hat sich Wii Sports Club definitiv gelohnt. Wenn es eine Retail-Version nochmal geben sollte, werde ich definitiv zuschlagen. Und ja, da kommen wir dann auch langsam schon zum Ende. Links in Wii Sports Club haben wir das Ganze schon beendet. Brain CLP rechts jetzt auch in der Wii-Version. Links gewinne ich und rechts verliere ich kläglich. Und ja, Leute, das war's. Ich verabschiede mich und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer G6.